Yo Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Chefkoch CDB und ihr habt es euch gewünscht, ich soll mal Nudeln mit Tomatensauce kochen. Und ja, das mache ich für euch und wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. So meine lieben Freunde, wir kommen zu den Zutaten. Wir haben hier 4 Tomaten und die nehme ich, weil ich frische in meiner Tomatensauce habe, die schneide ich dann rein. Und dann habe ich noch Zwiebeln, die schneiden wir auch schön klein. Und dann noch ein kleiner Tipp am Rande. Nehmt gerne für die Tomaten so ein Messer. Das schneidet sich viel besser als mit so einem Messer mit so einer Klinge. Ja, das schneidet sich eben besser. Und noch ein kleiner Tipp. Nehmt dann nicht für die Zwiebeln dieses Messer, sondern nehmt dann so ein Messer. Es muss jetzt nicht so groß sein, es kann auch kleiner sein. Aber wenn man mit einem Messer eine Zwiebel schneidet, dann riecht das eben auch. Dann, wenn ich eine Tomate mit einem Zwiebelmesser schneide, riecht das dann eben noch Zwiebel. Und das wollen wir ja nicht. Dann haben wir hier noch Salz, Pfeffer und eine Tomatenbüchse, die schon leer ist, weil ich habe das schon alles umgefüllt. Und die ist wichtig, weil diese Tomaten, die da drin sind, die habe ich euch mal hier so schon auseinandergenommen. Und habe den Saft getrennt und diese Tomaten, die sind viel aromatischer und bringen sehr, sehr viel Geschmack. Wisst ihr, was ich meine? Und dann sehen wir uns gleich, wenn das alles geschnitten ist, Chat. So, meine lieben Freunde, jetzt haben wir alles schön klein geschnippelt, die Tomaten. Hier seht ihr die Zwiebeln, die müssen schön klein sein. Und dann entfernt von der Tomaten, von dem Ding her, macht ihr einfach in so eine große Schüssel ein Sieb rein, schüttet das da alles rein und dann habt ihr schon Tomatensaft, das erkläre ich euch dann nachher noch, wieso ihr den braucht. Und das hier zeige ich euch dann auch noch, wofür ihr das braucht. Und wenn dann alles so fertig ist, dann ja, würde ich sagen. So Leute, und jetzt zeige ich euch, wie ihr die Tomatensauce zubereitet und ich wünsche euch viel Spaß. So. Also, als erstes müsst ihr den Herd anmachen. Wie du machst. So. Jetzt ist er schon heiß. Dann machen wir mal Olivenöl. Ihr könnt auch Sonnenblumenöl nehmen, aber kann jeder machen, wie er möchte. Machen wir jetzt ein bisschen Olivenöl rein. Mach ich noch schnell das Licht an, weil das Licht ist sehr wichtig, Chat. Ich denke mal, das reicht an Olivenöl, das lässt sich schön heiß werden. Brauchen wir nämlich schön zu heiß. Und ich mache das in so einem etwas kleineren Topf. Ihr könnt das gerne auch in einem etwas größeren Topf machen. Das ist euch überlassen. So, jetzt machen wir die Zwiebeln rein. Und jetzt lassen wir die schön andünsten. Wer nicht weiß, was andünsten ist, also ich erkläre es euch schnell mal. Die Zwiebeln, die werden jetzt gleich glasig. Also die müssen, das zeige ich euch gleich, aber erstmal. Und jetzt rühren wir das schön um. In dem Öl. So, die lassen wir jetzt erstmal 3 Minuten ein bisschen glasig werden. Und immer schön anrühren, dass es nicht verbrennt wird. Sehr richtig. Entschuldigung, dass ich manchmal Chat so random sage, aber das ist irgendwie eine Angewohnheit geworden. Ich versuche es mir abzugewöhnen wieder. Geben wir die Tomaten dazu.
Das wird jetzt ein bisschen dauern. Das verrühren wir schön, heben das schön runter. Soll ja auch schön nach was schmecken, ne? So. Jetzt machen wir aus das, was ich euch eben gezeigt habe, das hier. Das habe ich ja aus dieser Dose rausgemacht. Und jetzt machen wir das schön rein. Jetzt wird es wieder ein bisschen laut. Und mischen das erstmal runter. Ich finde so, das Rezept ist ziemlich gut, wenn man jetzt mal so um 4 nach Hause kommt oder so und jetzt nicht so 4 Stunden in der Küche stehen will und mal sich schnell was machen will, ist das, glaube ich, eine sehr gute Alternative dazu. Und das machen wir jetzt schön so vermischen. Eine gute Soße und wer es jetzt immer noch zu fest findet, zeig es mal, wer es jetzt immer noch zu fest findet, der kann den Tomatensaft reinmachen. Das machen wir. Wow. Ich sag euch, das ist eine Tomatensoße. Das ist Chakisel. Wir sind jetzt die Tomatensuppe mit den Tomatensuppen und die müssen wir wirklich zubereiten mit Parmesan. Und ich esse es mit Löffel, weil es viel bequemer ist. Und jetzt noch die Portion. Mein Bruder mit einem Löffel. Und ja, kocht es mal nach. Es würde mich echt interessieren. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, lasst es euch schmecken.